Mein Name ist Franziska und ich bin von der Deutschen Kommission für Elektrotechnik in DIN und VDE. Und gemeinsam haben wir mit der InnoSoft AG einen Zukunftsanwendungsfall entwickelt, der sogenannte digitale Zwilling. In diesem Video sieht man jetzt die finale Endabnahme von einem realen Schaltschrank. Und während des gesamten Entwicklungsprozesses von diesem Produkt ist bereits ein digitales Modell, ein sogenannter digitaler Zwilling, mit entstanden. Was man nun sieht, ist der Vergleich von dem digitalen Abbild zu dem realen Schaltschrank. Der Prüfer sieht nun durch die HoloLens abgebildet Abweichungen, zum einen in der Installation von Komponenten, aber auch Abweichungen aus Vorprüfungen gegen Normanforderungen. Insgesamt ermöglicht dieser digitale Zwilling eine sehr schnelle Produktionskontrolle. Abweichungen sind sofort sichtbar durch die visuelle Darstellung und wir haben eine Fehlerreduktion durch die digitale Unterstützung bei dem Prüfprozess. Zusätzlich kommt es zu einer starken Kostenreduktion, weil man bereits in viel früheren Lebenszyklen von dem Produkt prüfen kann. Auch wenn der Schaltschrank noch gar nicht fertig ist, ist eine Prüfung schon möglich.